Herzlich willkommen und guten Morgen zum Webinar Digitale Transformation der Customer Journey, wie die Kombination aus Identity und Datenmanagement Ihren Prozess einen Boost verleihen kann. Dieses Webinar wird freundlich unterstützt von Uniserv. Unsere beiden Referenten, die man jetzt gerade auch aktuell auch sieht, ist einmal Jarl Wiedmann, Product Manager bzw. auch Managing Director von Midas Concept und Ricardo Becherer, Account Manager bei Uniserv. Falls Fragen sein sollten, Kommentare sein sollten, nutzt bitte rechts in der Navigationsleiste den Kommentar-Button. Wir sehen es dann auch und können dann die Fragen aufnehmen und auch gerne beantworten, wenn sie natürlich passend auch zum Webinar ist. In diesem Sinne übergebe ich jetzt nun das Wort an Jarl, die eine kurze Einführung geben kann, und Ricardo, der sich auch gleich kurz vorstellt. Viel Spaß! Vielen Dank, Levent. Ja, mein Name ist Jarl Wiedmann. Ich bin bei Cedars für das Produkt verantwortlich. Das heißt, welche Features kommen ins Produkt? Und kümmere mich auch hier und darf heute mit Uniserv zusammen das Thema digitale Transformation beleuchten und eigentlich das Thema User Management und wie kriege ich ein Bild vom Kunden hin? Genau. Gerne übergebe ich kurz an dich, Ricardo, dass du dich vorstellen kannst. Vielen Dank, Jarl. Mein Name ist Ricardo Becherer. Ich bin Account Manager bei der Uniserv seit circa 3 Jahren. Und ich helfe Unternehmen, die Qualität der Geschäftspartnerdaten zu optimieren, mit dem Ziel natürlich, die Zielgruppe besser zu erreichen. Genau. Genau. Das Thema digitale Transformation ist ja schon sehr, sehr lange im Mund und die digitalen Prozesse haben sich verändert, unter anderem auch die Customer Journey. Und wir beleuchten heute, wie ein Identity Management und ein Datenmanagement die Prozesse noch schöner machen kann, was User Management damit zu tun hat und wie man die beiden Systeme gut verbinden kann. Und wie sie sich super ergänzen. Ich stelle einmal kurz Cedars vor. Cedars ist eine Identity und Access Management Plattform, eine europäische Lösung. Und wir kümmern uns darum, dass man standardisiert über alle Kanäle sich authentifizieren kann, dass man eine Multifaktor-Authentifizierung machen kann und dass quasi jedes System, jeder Service reibungslos zugreifbar ist. Und um das natürlich machen zu können, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Das heißt, einmal sprechen wir hier im Kontext von Identity und Access Management von dem Standard OS2, OIDC, aber auch SAML. Und damit bekomme ich quasi alle unterschiedlichen Applikationen integriert. Das bedeutet, man erreicht damit ein Single Sign-On und eine sichere Authentifizierung auf allen Plattformen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, den Nutzer zu kennen. Das heißt, ich kann nur eine Authentifizierung machen, wenn auch der Nutzer bekannt ist. Cedars hat damit dann natürlich auch ganz viel mit Verifikationen zu tun. Das heißt, man kann mit FIDO 2 sich authentifizieren, seine Identität bestätigen, aber auch mit dem ID-Validator, das heißt mit dem Identitätsausweis. Die Clients müssen bekannt sein, also das Client-Management spielt eine große Rolle, wie auch das Communication-Management. Das heißt, wenn ein Nutzer ongeboardet wird, dass er weiß, wo muss ich mich denn authentifizieren, dass er sein Einmal-Passwort bekommt und lauter prozessuale Kommunikationen, die hier ablaufen, und das Thema Security. Heute fokussieren wir uns ganz auf das Thema User Management. Das heißt, User Management ist der Benutzer selbst. Und Cedars bietet die Flexibilität an, dass man Nutzerdaten ganz individuell aufsetzen kann. Das heißt, für den einen kann sein, dass die Kundennummer relevant ist, für den anderen ist die Adresse relevant und für den wieder anderen ist vielleicht eine ganz andere Identitäts- oder Nutzerprofilinformationen relevant. Und das User Management kümmert sich einmal darum, um das Onboarding, das heißt, wie kommt der Nutzer ins System? Wird er eingeladen? Wird er erstellt? Oder registriert er sich selbst?
Dann geht es darum, ich brauche einen verifizierten Account. Das heißt, habe ich eine valide Identität, valide Daten? Und wie kann man die zum Beispiel auch verifizieren? User Management hat aber auch ganz viel damit zu tun, welche Gruppenrollen, also welche Berechtigungen hat der Nutzer. Und natürlich den ganzen Bereich Know Your Customer. Das heißt, die Nutzerdaten zu erfassen. Und die Nutzerdaten erfassen, das macht man zum Beispiel nicht nur beim Onboarding, natürlich bei der Registrierung, bei der Erstellung, sondern eigentlich bei der Benutzung unterschiedlicher Applikationen. Ob es jetzt die Webseite ist, ob es der Online-Shop ist oder die mobile App. Je nach Kontext können ganz unterschiedliche Informationen relevant werden. Und je nach Kontext landet dann auch der Nutzer im Progressive Profiling. Das heißt, er wird sukzessive gefragt, jetzt gib bitte doch deine Adresse an. Und dann werden die Daten erfasst oder der Nutzer kann die Daten erfassen und die Applikation, die diese benötigt, kann die auch verwenden. Die Daten in CDAS, also im Identity Management zu erfassen, hat einmal den Vorteil, dass sie natürlich dann für alle Applikationen zugänglich sind. Das heißt, alle Applikationen könnten jetzt diese Daten haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus valide Gründe, Daten nicht direkt beim Nutzerprofil zu erfassen, sondern vielleicht bei anderen Systemen zu erfassen. Da kommt es immer auf den Kontext an, wo diese Erfassung am notwendigsten ist. Aber dieses Kontextbezogene, das kann man dadurch erreichen, dass man quasi in einer Applikation selbst definieren kann, okay, hier brauche ich meinen Family Name, also meinen Vorname, Nachname oder ob ich mein Geburtsdatum angeben muss. Und das kann man als erlaubte Felder angeben und als erforderliche Felder und nur dann kann eigentlich der Nutzer fortfahren, hier die Applikation zu verwenden. Die User Journey kann zum Beispiel dann so aussehen, ich stöbe im Shop, dann logge ich mich ein, weil ich habe schon einen Account oder ich registriere mich. Dann schiebe ich vielleicht Produkte noch weiter in den Warenkorb und mache eine Multifaktor-Authentifizierung, wenn es darum geht, die Adresse zu ändern und kann damit dann die Adresse ändern. In den unterschiedlichen Prozessschritten kann es unter anderem wichtig sein, die Datenqualität zu sichern. Zum Beispiel, dass ein Paket an die richtige Adresse versendet wird. Auf der anderen Seite geht es auch darum, eigentlich Drittsysteme zu integrieren. Das heißt, man möchte eigentlich diesen Rundumblick auf den Nutzer erreichen. Und einen Rundumblick bekommt man oder braucht man aus unterschiedlichen Gründen. Das kann einmal eine Chance sein, marketingmäßig Marketing Automation zu betreiben. Das heißt, hier triggert CDAS unterschiedliche Events, ob es jetzt die Account-Erstellung ist, ob es ein Update von einem Account ist oder ob er jetzt gerade irgendwie eine bestimmte Applikation aufmacht. CDAS informiert quasi Drittsysteme über unterschiedliche Aktivitäten. Und dadurch kann man quasi in dem System sagen, welche Daten wurden geändert und wer benutzt welchen Kanal. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Golden Customer Record möchte, möchte man den auch teilweise in Real-Time, also wirklich verstehen, wie verhält sich denn mein Nutzer gerade in diesem Moment. Und auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch durch diese Konsolidierung von Daten aussieht das, aber dann auch durch anderen Systemen, das heißt, wenn man verschiedene Datenquellen zusammenführt in einen gemeinsamen Topf, eine schöne Rundumsicht über den Kunden hat. Das heißt, zum Beispiel, auch CDAS kommt, okay, er hat den Warenkorb erreicht, also diese Applikation oder den Shop, in den Shop sich eingeloggt. Und vom Shop bekommt natürlich hier die Information oder vom Shop wird quasi die Information zugeliefert, welche Produkte hat er sich angeguckt, welche Produkte hat er im Warenkorb oder als Favorit markiert. Und damit bekommt man diese 360-Grad-Sicht von einem Kunden hin. Genau, das ist vielleicht gerade so ein bisschen zur Abholung. Was hat CDAS mit User Management zu tun? Wo fallen Daten an und wie kann ich Daten erfassen? Und dann übergebe ich gerne an Ricardo. Vielen Dank.
Genau. Ja, ich werde jetzt kurz die Firma Unisurf vorstellen, was wir so tun. Und zwar, wir sind fokussiert auf die Qualität der Geschäftspartnerdaten, also Kundendaten. Das machen wir schon sehr, sehr lange, seit 1969. Wir sind älter als Microsoft, nur nicht ganz so groß. Wir haben Softwarelösungen für den Bereich Adressvalidierung. Da kommen wir auch ursprünglich her. Da haben wir auch sehr, sehr gute Referenzdaten, die wir auch ständig aktuell halten. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Identity Resolution, Duplettenidentifikation, die auch sehr fein einstellbar ist. Ich sage immer zu meinen Kunden, eine Dublette für uns ist nicht eine Dublette für Sie. Das heißt, hier ist das Einstellen der gewünschten Ergebnisse auch sehr wichtig. Und wir haben auch ein eigenes MDM-System für unsere, also für Kundenstammdaten. Hier können eben mehrere Systeme oder mehrere Quellen angeschlossen werden, um eben auch hier einen goldenen Record zu bilden, um eine 360 Grad zu ermöglichen. Wir machen auch sehr, sehr viel Consulting. Das heißt, wir starten in der Regel mit einer Datenanalyse, weil Datenqualität ist ja oftmals ein Bauchgefühl. Das heißt, wir machen das Ganze auch transparent. Das ist quasi so immer der Start in so ein Projekt. Wir erstellen, wenn gewünscht, auch Datenkonzepte. Und wir haben auch ein eigenes Rechenzentrum, wo Kunden uns auch Daten zuschicken können für diverse Bereinigungen. Und wir beschäftigen uns in letzter Zeit auch sehr, sehr viel mit dem Thema Datenmigration oder Datenkonsolidierung. Gerade wenn man neue Systeme einführt, sei es einmal CM-Systeme oder eben ein Identity-System, macht es natürlich Sinn, hier die Daten vorher sauber zu machen oder auch eben zu konsolidieren. Wir haben weltweit über 900 Kunden, sind da sehr breit aufgestellt, fast branchenunabhängig. Wir haben viele Versicherungen, Banken, Handelsunternehmen. Unser Hauptsitz ist in Pforzheim, das ist zwischen Stuttgart und Karlsruhe und wir sind 140 Kollegen groß. Genau. Ich habe jetzt heute nicht so wahnsinnig viele Folien für das Thema Vorstellung von Unisurf, sondern ich schlage vor, dass wir direkt zu den Fragen rübergehen und uns da etwas vertiefen. So, fangen wir mit der ersten Frage an. Genau, die erste Frage, die lautet Datenmanagement. Was soll das sein? Genau. Also für uns als Unisurf ist Datenmanagement das Managen der Qualität der Geschäftspartnerdaten, also beziehungsweise der Kundendaten. Hier geht es darum, dass Daten aktuell sind, dass sie sauber sind, bei Adressen und E-Mails auch, dass sie zustellbar sind. Da ist eben die, wie ich vorhin erwähnt habe, die Referenzdaten, gegen die geprüft wird, sehr wichtig. Und auch das Thema Bildung, Golden Record fällt da unter das ganze Thema Datenmanagement und auch das ganze 360-Grad-Blick. Das ist so, was wir als Unisurf, Datenmanagement ist ja ein großer Begriff, sondern wir beschäftigen uns eben hauptsächlich mit dem Thema Geschäftspartnerdaten. Und wenn man zum Thema Datenmanagement kommt, da geht es wahrscheinlich auch darum, die ganzen unterschiedlichen Quellen zu vereinen. Das heißt, die quasi wirklich die Daten dann zu beleuchten. Wie passen die unterschiedlichen Daten auch zusammen? Gibt es da irgendwie Einsichten, wie man diese Daten verbinden kann oder Herausforderungen, die ihr da seht? Ja, durchaus. Also gerade das Thema Datenkonsolidierung wird sehr oft unterschätzt. Das kann ganz schnell sehr komplex werden. Ich kann ja auch aus einem Praxisbeispiel berichten. Wir haben letztes Jahr für einen größeren Kunden, die Firma Lucanet,
haben wir 5 CRM-Systeme konsolidiert. Die hatten europaweit ja verschiedene CRM-Systeme im Einsatz und haben dann beschlossen, Salesforce europaweit einzusetzen. Und ja, da haben wir mit unserer Lösung, mit unserer MDM-Lösung, mit unserem Customer Data Hub, haben wir diese Daten aktualisiert, zusammengeführt, validiert, bereinigt, um dann quasi ja, die ins neue System einzuspielen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung auch zu der nächsten Frage, weil viele unserer Kunden starten ja auch genau damit, nämlich, dass sie unterschiedliche Services haben, hier auch ein Login über die Services oder Portale schaffen, aber der Login jetzt nicht ein einheitlicher Login jetzt noch nicht ist und dahin wollen sie kommen. Das heißt, wie passt Identity und Datenmanagement, wie passt das zusammen? Das passt sehr gut zusammen. Ja, Datenmanagement ist aus meiner Sicht ja die Grundlage dafür. Das heißt, um es mal salopp zu sagen, ist, man kann nur jemand identifizieren, der auch identifizierbar ist und eben nicht in unterschiedlichen Datensilos ja, steckt, sage ich jetzt mal. Dann wird es natürlich mit der Identifizierung schwierig. Vielleicht auch hier ein Beispiel zu nennen. Aus der Praxis, problematisch wird es oftmals bei Namensänderungen beispielsweise nach einer Hochzeit. Ne? Das heißt, nicht jede Abteilung kriegt vielleicht davon was mit und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig dann werden postalische Briefe mit einem anderen Namen versandt wie jetzt die digitale Welt. Ja, da muss man vorsichtig sein, ja. Ja, die Identität, also dass die Identität quasi auch zusammengeführt oder geändert, änderbar ist, ob es jetzt die E-Mail-Adresse ist, den Namen, Vorname, Nachname, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den wir auch sehr häufig sehen, ist zum Beispiel, ein Nutzer-Account wird häufig nicht einheitlich betrachtet, sondern wenn jemand sich zum Beispiel mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert, dann sind es plötzlich 2 Accounts. Und dann geht es auch wieder darum, sind denn das nicht tatsächlich dann Dubletten oder der gleiche Account, weil der Nutzer möchte ja auch die gleiche Bestellhistorie, die gleichen Daten, die gleichen Aktivitäten bei sich sehen und wundert sich, okay, wo ist denn der Rest geblieben? Mhm. Genau, und da geht es auch schon darum, diese Daten zusammenzuführen, dem Nutzer dann in Sie das vielleicht auch dieses Account-Linking zu ermöglichen, zu bestätigen, der andere Account gehört mir auch, um dann hier wieder ein sauberes Bild von den Daten zu bekommen. Genau. Also da unterstützt sicherlich auch beispielsweise eben ein einheitliches Customer Data Hub System, welches ja eben übergreifend quasi diese Informationen dann auch zusammenführt. Damit eben solche Fehler nicht passieren können. Auch mit einer Nachbearbeitungsfunktion. Das heißt, am Ende muss vielleicht dann doch ein Mensch drüber schauen und entscheiden, ah ja, okay, das ist der gleiche. Nur man kann natürlich Automatismen einbauen, aber es gibt immer wieder Fälle, wo dann doch ein Mensch drüber schauen muss und sagen, okay, das hat zwar eine andere E-Mail, aber es ist die gleiche Person. Ja, das stimmt. Alles automatisiert ist manchmal schwierig. Es kam gerade eine Zwischenfrage rein, die ich gern hier kurz vorlesen möchte. Wo werden die Daten aus den unterschiedlichen Quellen gespeichert? Wird eine Data Warehouse oder Customer Data Plattform erstellt? Genau, also unsere Customer Data Plattform ist in der Cloud und da werden quasi auch alle Daten dann gespeichert. Zusammengefügt, validiert, konsolidiert und so weiter. Und stehen dann auch die Daten rückführend für das Zielsystem oder für die Zielsysteme, falls es mehrere sind, auch zur Verfügung. Geht natürlich aber auch als Private Cloud in der eigenen Firma. Solche Fälle haben wir auch. Die sagen, wir möchten nicht
bei euch in der Cloud das ganze Thema haben, aus rechtlichen Gründen oder wie auch immer. Wir möchten alles bei uns behalten. Solche Lösungen haben wir auch oder bieten wir auch an. Super, vielen Dank, Ricardo. Wenn wir die nächste Frage nun betrachten, geht es schon ein bisschen weiter. Das heißt, welche Auswirkungen hat die Einführung eines Identity Managements auf Ihre Daten? Magst du anfangen oder? Gerne, gerne. Super. Gerne, genau. Wir hatten ja auch schon gemeinsame Projekte und ich habe so das Gefühl, dass spätestens dann man sich mit dem Thema Datenqualität beschäftigt, dass man dann eben die Daten sich anschaut, brauche ich eine Bereinigung, habe ich viele Dubletten, muss ich meine Daten konsolidieren? Also das hatten wir ja auch in Vergangenheit aus diversen Projekten, dass ja spätestens bei so einem Schritt, wenn so eine Entscheidung dann gefallen ist, dann okay, dann muss ich mir die Grundlage, die Basis erstmal schaffen. Dann sind dann solche Fragen, welches ist das führende System, wo werden die Daten verwaltet, wer hat Zugriff und so weiter. Aber auch später, also wenn ich dann schon so ein System eingeführt habe, hört ja die Datenqualität ja nicht auf. Das heißt, ich muss ja dann auch Mechanismen einbauen. Beispielsweise hatten wir auch schon gemeinsame Projekte, wo wir in das Identity-System ja eine Adressvalidierung beispielsweise integriert haben. Das heißt, direkt, wenn sich jemand neu registriert, dass man hier eine Verbindung macht in unsere Cloud-Lösungen und über eine Auto-Completion-Funktion ist ja auch für die Usability ja auch ganz gut, dass man schnell eine von uns validierte Adresse vorgeschlagen bekommt und somit hat man eine valide Adresse, um beispielsweise Tickets zu verschicken oder andere Waren. Ne? Aber das Ganze geht natürlich auch mit einer E-Mail. Das heißt, dass man eine E-Mail validiert und nicht nur syntaktisch, sondern auch, ob sie auch wirklich zustellbar ist. Einfach, dass man dann eben saubere Daten dann bei der Neuerfassung dann auch mit berücksichtigt. Ja, absolut richtig. Also die Einführung von einem Identity Management erhöht, also kann zumindest die Datenqualität erhöhen, genau in den Formen, wie du es gesagt hast, indem man schaut, ist überhaupt eine Registrierung mit einer validen, mit einer vielleicht auch verwerfbaren E-Mail-Adresse erlaubt oder verhindere ich das schon direkt vorab? Dann gibt es diese konstanten Erfassungen eigentlich, diese kontextspezifischen Erfassungen von Daten bei einem Nutzer und auch diese Erlaubnis, dem Nutzer selbst natürlich zu überlassen, die Daten zu ändern. Und da können sehr viele und entstehen auch sehr viele Situationen, diese Daten nochmal überprüfen zu müssen und zu wollen, weil man einfach einen validen Account auch haben möchte. Und ein valider Account bedeutet dann auch immer ein sicherer Account. Gute Daten bedeuten immer auch einen sauberen Blick auf den Nutzer und eine gute Identitätsfeststellung, wenn die Daten passen. Genau, genau. Man könnte auch bei der Registrierung direkt auch eine, im Realtime-Bereich sagen wir ja dazu, eine Dublettenprüfung durchführen lassen. Ne? Wie in dem Beispiel, den du vorhin genannt hast, gleicher Name, also jemand registriert sich quasi zum zweiten Mal, gleicher Name, ändert nur die E-Mail, dass dann hier ein Hinweis kommt, Achtung, bist du diese Person, also das diese Themen kann man auch direkt dann einbinden, direkt in die Registrierung. Also eine, wir sagen es dazu, eine Realtime-Dublettenprüfung. Genau. Und was du auch gut herausgestellt hast, war definitiv das Thema mit, man muss sich in dem Moment auch anschauen, welche Daten habe ich denn gerade und wie sehen die Daten aus. Muss ich tatsächlich sehr genau bei einer Einführung eines Identity Managements mit den Daten beschäftigen. Dann würde ich direkt übergehen zu den Tipps. Genau. Das heißt, wir möchten noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben oder einen guten Einblick geben und Tipps bereitstellen, wie ein sauberes Datenmanagement, die Einführung von einem Identity Management unterstützen kann. Genau.
Soll ich wieder anfangen? Ja, genau. Du hast einen Flow. Genau, also wir empfehlen, sich mit dem Thema rechtzeitig zu beschäftigen und mit kleinen Steps zu starten. Also man muss nicht gleich die ganz große Lösung einführen, sondern sich vielleicht im Vorfeld auch ein Datenkonzept überlegen, mit einer Datenbereinigung starten, am besten eben auch vorher oder während einer Einführung eines Identity-Systems. Danach geht es auch, aber ist ja immer so, ne, wenn man dann schon, ja, also wir empfehlen es auf jeden Fall vorher, ganze Thema eben Dubletten identifizieren, Adressen aktualisieren oder auch eine Firmenvalidierung durchführen zu lassen, E-Mails zu prüfen und eben, wenn möglich, weg von Datensilos. Das ist immer ja ein bisschen schwierig und führt zu Komplikationen. Und eben auch da empfehlen wir eine Bildung von einem goldenen Record und eben im Nachgang, wie vorhin erwähnt, auch, dass man dann die Datenqualität nicht nur einmal bereinigt und dann, damit ist es für immer getan, sondern dass man dann auch sich im laufenden System auch solche Datenqualitätstools dann auch zulegt und damit die Datenqualität auch hoch bleibt. Ja, du hast absolut recht. Gerade auch bei einer Einführung von einem Identity Management, da gibt es teilweise gar keinen Weg drumherum, sich die Daten anzuschauen. Warum? Wenn man vielleicht auch, also wenn man unterschiedliche Daten zusammenführt, dann wird bei einem Identitätsmanagement ja auch die Authentifizierung mit einem Merkmal möglich. Also wenn ich jetzt die Mobilnummer nehme, dann kann ich mich mit der Mobilnummer per SMS authentifizieren. Wenn ich die E-Mail nehme, mit einem E-Mail-OTP. Jetzt ist es auch häufig so, dass teilweise Accounts vorherrschen, wo vielleicht die Mobilnummer doppelt vergeben war und da klappt die Einführung, also die Migration dieser Daten gar nicht. Und da muss man, und da kann man sehr gut mit einer Validierung, mit einem vorab sauberen Datenmanagement und einem Konzept diese Daten wunderbar bereinigen und diese Gelegenheit nutzen, hier auch valide Daten zu schaffen und sich zu überlegen, welches System ist tatsächlich das führende System oder welchen Record nehme ich denn jetzt als den wahren Record an, um den dann auch bereitzustellen. Und absolut vorher ist ideal, weil es besser, das am Anfang zu machen, wie alle Daten nochmal updaten zu müssen, woraus dann vielleicht sogar rauslaufen könnte. Genau. Möglicherweise entsteht ja auch eine Delta-Phase. Das heißt, das Projekt kann aus technischen Gründen oder aus politischen Gründen mal irgendwie doch länger gehen wie gedacht. Und dann muss man ja auch diese Delta-Phase, das heißt, in den alten Systemen stehen ja weiterhin Daten. Und die muss man auch dran denken, dass sowas halt auch eben passieren kann und was man dann oder wie man dann mit diesem Thema umgeht. Genau. Vielen Dank für die Einblicke in das Datenmanagement, womit ihr ja tatsächlich die Experten seid, wie die unterschiedlichen Datenquellen ausfindig zu machen, wie man so ein Dubletten vermeidet, die Datenqualität sicherstellt an den unterschiedlichen Stellen. Und vielen Dank auch für diesen Einblick, wie wir die beiden Systeme gut zusammenbringen können und warum man die auch zusammenbringen muss, weil man eben an diesen einen oder anderen Stellen diese Problematiken hat und einfach eine gute Einsicht über diesen Kunden haben möchte, über den Nutzer haben möchte. Vielen Dank, Ricardo. Danke auch, sehr gerne. Falls weitere Fragen kommen, sehr gerne melden. Wir sind erreichbar und freuen uns auf eure Fragen, auf den Austausch, den gemeinsamen und wünschen euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und dann ein schönes Wochenende. Bis dann. Ja, bis dann, ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.